Dann gucken wir mal. Waren wir hier denn schon? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube fast, dass wir hier schon waren. Da ist so ein doofes Viech. Das kann ich nicht killen. Das sind hier immer Gegner. Halt, habe ich die schon mal analysiert, die Dinger? Wieso kann man die nicht analysieren? Das finde ich ein bisschen verdächtig. Naja. Hier haben wir das Fragezeichen. Und schon ist es kein Fragezeichen mehr. Juhu! Okay, Labasötland gefunden. Schön. Was gibt's hier so? Aluminium. Doof, 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 doof. Dann hauen wir einfach mal den Kohlenstoff raus, nur um zu wissen, was da drin ist. Aha. Dann einmal wieder einsteigen. Dann werten wir kurz unseren Lebenserhaltungsding wieder auf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Oder ob das einfach nur mehr Energie bringt als sonst. Den Unterschlupf weiß ich jetzt nicht, ob wir da schon waren. Ich würde sagen, wir gucken ihn trotzdem an. Ich glaube, hier waren wir schon. Da war doch der eine drin, oder? Da konnte man nicht weiter. Da kann man rausgucken, genau. Und da war der eine Typi drin, mit dem man handeln konnte. Dafür kann ich aber das jetzt einsammeln. Komm schon. Gegen Einsammeln hat ja die Drohne nichts, oder? Hä, da war doch gerade noch Zink irgendwo. Nehmen wir halt Tamium mit. Brauchen wir ja auch. Wo war das Zink? Ich hab's doch gesehen, da ist es. Gut. Da haben wir wieder Plutonium. Kann ich jetzt leider noch nicht einsammeln, weil die Drohnen hier irgendwo sind. Gucken wir mal, ob es trotzdem geht. Fliegen wir mal da hoch. Oh, jetzt bin ich fast drüber geflogen. Könnten wir eigentlich. Das tat weh. Habe ich wieder nicht gut eingeschätzt, das Ganze. Überbrückungsdings, die bauen. Hihi. Dann haben wir da jetzt wieder Tamium rüber.
Was brauche ich jetzt? Da brauche ich ja noch das Gold, das ich hier nicht finde. Ja. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da fehlt es mir dann einfach mit den Worten. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum, aber ihr würdet verstehen, weshalb. Unterschlupf vielleicht? Was ist denn? Gucken wir mal nach dem Unterschlupf. Dann. Aber da stand doch immer irgendwas mit Absprungkapsel, glaube ich, oder? Heieieiei. Hallo Tier. Aua. Wieso habe ich mich jetzt verletzt? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja. Haben wir einen Unterschlupf? Was ist hier sonst noch so? Das ist auch ein Unterschlupf. Das ist aber alles nicht das. Ich will eine Absprungkapsel. Das ist ein Monolith, bei dem wir vermutlich schon waren, aber ich guck's mir trotzdem mal an. Oh, das war ein bisschen zu weit. Naja. Aha, da haben wir wieder das Heridium oder so. Das die habe ich mir schon. Oder? Ja, das haben wir schon angeguckt. Und das hier? Das haben wir noch nicht angeguckt. Das kenne ich noch nicht. Doch, habe ich schon. Okay. Solange die Tierchen mich nicht angreifen, habe ich kein Problem mit ihnen. Ich glaube, hier war ich schon. Okay, hier waren wir schon. Heieieiei. Dann flitzen wir mal wieder zurück. Flitz, flitz. Es gibt so Leute, die verstehe ich einfach nicht. Ach, ich muss mich so aufregen. Ich muss mich runterholen irgendwie. Mich nervt es auch, dass das immer so schnell leer ist. Das ist so doof. Jetzt flitzen wir mal zum nächsten Fragezeichen. Wo denn da auch immer welche sein könnten. Da ist eins. Dann flitzen wir da mal hin. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Das war doch nicht schlecht, oder? Und ich habe gerade eine Absprungkapsel gefunden. Im Hintergrund, das ist cool. Aber was das hier ist, das sieht zu gefährlich aus. Nicht, dass ich jetzt sterben muss. Aber ich habe ja mein Schiff direkt in der Nähe, dann dürfte es eigentlich nicht so schlimm sein. Okay, was auch immer das hier ist. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Toll.
Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Yay! Gegenstände aus deinem Verkaufen. Jetzt habe ich einen Händler gefunden, das ist doch cool. Gag-Amulett Verbrauchsgut zum Handeln. Für 11.080 Units verkaufen, okay. Dann haben wir hier Platin, Eisen, Zink, das möchte ich alles behalten. Kann ich denn da nicht... Jetzt pass mal auf. Wertvolles Handelsteil. Ist natürlich nicht in Reichweite, war ja klar. Reden wir mal erstmal mit dem, nicht, dass der das Weinen anfängt. Hallo Corporal. Jokoid. Boy. Dom Eindringling, ob Joje, ob Ese Juan, Dom Iemo, wie Iken. Ersetzen Urk. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebieten wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mir mit einer Geste an, dass ich sie ihr übergeben soll. Okay, ich glaube, er will es ersetzen durch was Besseres. Der Krieger nickt zufrieden. Er bietet mir ein verbessertes Ersatz-Multiwerkzeug an. Ha! 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 Leute, was habe ich gesagt? Bin so ein Sprachengenie. Jetzt habe ich einen Linuri V5.0. Dann vergleichen wir mal. Und nehmen natürlich an, weil das viel besser ist. Das Analysevisier haben wir dann leider nicht mehr. Aber das kann ich hier bestimmt irgendwie. Ist egal. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Mein Ansehen hat sich jetzt verbessert. Kein Analysevisier installiert. Das ist natürlich doof. Aber das können wir ja auch nicht. Doch, können wir basteln. Na, seht ihr. Ist doch geil, oder? Genauso wie ich es wollte. Schön. Schön. Also immer schön freundlich sein zu den Vehikeln. Die meinen meistens nichts Böses, bis jetzt zumindest bei mir. Schön. So kann es weitergehen. Ich bin bekannt. Ich habe zwei Aliens getroffen. Okay, da brauche ich einen Überbrückungschip. Ich wollte nur gucken, ob es mir vielleicht anzeigt, was da so drin ist. Schon wieder eine faszinierende Perle. Mein Inventar ist voll. Kann ich die faszinierenden Perlen sammeln? Nein, 1 von 1, okay. Dann hau ich jetzt mal... Was ist denn das? Gra-Gra. Verbrauchsgut zum Handeln. Ein Gas, das von Vehikeln Kriegern eingeatmet wird, um die Lungenkapazität kurzfristig zu erhöhen und bessere Siegeskriegsschreie zu ermöglichen. Dann übertrage ich mal das und ich übertrage das hier. Kann ich nämlich verkaufen, dann übertrage ich das hier und dann übertrage ich das hier, dann übertrage ich das hier und übertrage das hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfacher geht, es geht mit Sicherheit auch leichter, aber ich habe jetzt mein Flugzeug weiter weg, sonst könnte ich auch so drauf zugreifen. Also von dem her, wo ist die? Das können wir Nahrungsmittel... Verbrauchsgut zum Handeln, genau. Da ist noch eine Perle drin, die muss ich noch weghauen. So, jetzt habe ich nämlich alles lauter Verbrauchsgegenstände. Und die scheinen alle grün zu sein. Da hinten, das sammeln wir dann noch kurz ein. Und dann haben wir schon mal den ersten Händler gefunden. Und das sind diese Dinger, diese Terminals. Das ist recht praktisch. Es freut mich richtig. Den verkaufe ich jetzt für 14.000.
Die Perlen verkaufe ich für 24.000, 26.000, 39.000, 19.000. Ich werde noch richtig reich, Leute. Seht euch das an. Wir könnten uns jetzt Gold kaufen. Nee. Doch, könnten wir. Gucken wir mal, was die so haben. Energiegel, Energiekanister, instabiles Plasma. Was ist denn das? Das haben wir noch nicht. Gespeicherte Aufladung für den Plasmawerfer. Haben wir aber noch nicht. Gewebe, Suspensionsflüssigkeit, ist nicht reaktive und druckbeständige Flüssigkeit und verzichtbar für die Herstellung von Raumschiff- und Exoanzugtechnologien. Heridium haben wir alles. Gold. Ja, aber das Problem ist, Antimaterie ist auch da. Wie viel brauche ich denn, um das Zeug herzustellen, das ich herstellen will? 50 Gold. Entweder ich such's oder ich kauf's mir. Wie viel kostet denn 50 Gold? Gucken wir mal und dann überlegen wir mal. Entschuldigung. Ach so, die verkaufen mir nur 40. Okay, dann kaufe ich es nicht. Dann kann ich auch noch warten. Wir wollten eh noch kurz dahin gucken. Ist da oben auch was? Nee, da oben ist nix. Einen Moment. Schon sind wir da. Neues Geschäft. Geldmacher. Ja. Ich bin ein Geldmacher. Und was war da jetzt drin? Entrepreneur bin ich auch schon. Das ist ziemlich aufgestiegen jetzt. Ja, ich habe auch ziemlich viel gefunden. Jetzt habe ich aber nichts gefunden. Leider, leider. Was ist denn da oben eigentlich? Das wollte ich mir schon immer mehr angucken. Das sieht irgendwie cool aus. Fahnenträger Avat. Boy, Eindringling. Upsen ab Vaxues Daimo. Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Er bereitet seine Fracht für eine Besichtigung vor. Wir könnten uns das Raumschiff kaufen. Allerdings möchte ich mein Raumschiff nicht verkaufen. Deswegen schaue ich mir seine Gegenstände an. Wie viel Gold? Überbrückungschips. Boah, die sind ganz schön teuer, Mann. Murin. Kostbares Element, sehr selten. Bekannt für seine charmanten Eigenschaften. Will ich nicht. Okay, mit dem kann man also auch handeln. So kann ich wahrscheinlich, da kann ich mein Flugzeug holen. Jetzt habe ich es kapiert. Deswegen ist da unten ein Flugzeug. Also deswegen ist hier oben ein Flugzeug. Ja, dann würde ich sagen, flitzen wir mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Muss ich nochmal gucken. Das wäre mir jetzt fast ein bisschen zu knapp geworden. Da ist wieder meine Lieblingsdrohne. Achso, wir haben ja kein Analysevisier. Das heißt, ich müsste Eisen sammeln und das ist hier. Brauche ich jetzt, wie viel habe ich? 90. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier mal Lena hin. Was haben wir hier sonst noch? Strahlenintensiverer Sigma. Der Bergbaustrahl
Laser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Das ist gut. Das hauen wir uns gleich mal her. Und dann gibt es noch was. Das könnten wir noch Strahlenfokus machen, natürlich. So, und dann hauen wir uns das da noch hin. Weil das können wir auch machen. Haben wir jetzt noch irgendwas? Den Blitzwerfermagazin Tau. Das könnte ich auch noch machen, aber da fehlt uns das Nickel. Nichtsdestotrotz gucke ich mal kurz, wie viel Uhr ist es denn? Und damit war es das jetzt. Wir haben unseren ersten Händler gefunden, beziehungsweise das Terminal, bei dem wir verkaufen können. Wir haben ein neues Multi-Werkzeug bekommen durch Handel mit den Aliens. Und ich würde sagen, an dieser Stelle war es das jetzt für den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, dann liked, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part und tschüssi.